Bam, da sind wir wieder und heute geht's ans juristisch Eingemachte. Denn ich möchte euch die Unterschiede der Rechtssysteme von Nordamerika und Europa so einfach wie möglich, aber auch so genau wie nötig erklären. Eines gleich mal vorab. Dieses Video ist für Laien gemacht. Das heißt, man soll die Grundprinzipien mal verstehen. Und dazu werde ich juristisch nicht immer so ganz mega genau arbeiten. Denn man soll diese Videoreihe ja auch ohne Jurastaatsexamen kapieren. Starten wir also direkt mit einem Fallbeispiel und schauen uns an, was in Deutschland und den USA denn passieren würde. Das ist Otto. Er hat eine Liebesbeziehung zu Lisa. Das Problem ist, das hier ist Tim. Tim ist der Mann von Lisa. Eines Tages überrascht Tim die beiden beim außerehelichen Techtelmechtel, als er nach Hause kommt. Also schmeißt er Otto raus. Auch am nächsten Tag ist Tim noch ziemlich sauer. Er klingelt bei Otto an der Haustüre und als dieser öffnet, schlägt er ihm mit der Faust ins Gesicht. Dabei zerschlägt er die Brille von Otto und bricht ihm die Nase. Tim geht anschließend zufrieden nach Hause und sieht sich auf YouTube das Amerika-Lexikon an, das er natürlich abonniert hat. Also haben wir folgende Situation. Opfer Otto verklagt Täter Tim auf Schadensersatz für seine Designerbrille und die Kosten der Nasen-OP. Außerdem verlangt er Schmerzensgeld. Zusätzlich stellt Otto Strafantrag gegen Tim. Sowohl in Deutschland als auch in den USA hätte Täter Tim jetzt zwei Probleme am Hals. Erstens im Zivilrecht den Schadensersatz. Zivilrecht deswegen, weil es dabei um einen Streit Bürger gegen Bürger geht. Und zweitens im Strafrecht. Dabei geht es darum, wie und ob Tim bestraft wird. Denn der Staat will ja, dass seine Bürger vor solchen Straftaten geschützt werden. Es ist ein Streit Staat gegen Bürger. Fangen wir mit Deutschland an. Zuerst muss Tim vor ein Zivilgericht. Ottos Anwalt stellt den Sachverhalt dar, bietet Beweise an und unterfüttert seine Argumentation mit früheren Gerichtsurteilen in ähnlichen Fällen. Diese sollen aber dem Richter nur Anhaltspunkte liefern, nach dem Motto: Damals wurde ja Schadensersatz gezahlt und das ist hier auch angebracht. Dann schildert Tims Anwalt den Sachverhalt aus dessen Sicht und versucht Beweise anzubieten. Er unterfüttert seine Argumentation mit früheren Gerichtsurteilen in ähnlichen Fällen. Auch diese sollen dem Richter Anhaltspunkte liefern nach dem Motto: Damals wurde ja kein Schadensersatz gezahlt und das ist hier auch nicht angebracht. Der Richter betrachtet dann den Vortrag beider Seiten. Jetzt liegen also die Fakten auf dem Tisch und er kann gegebenenfalls Beweise erheben. Zusätzlich hat er selbst noch Anhaltspunkte aus früheren Fällen recherchiert. Dann geht's los. Der Richter sucht das passende Gesetz. Die Frage ist: Der Tatbestand welches Gesetzes ist erfüllt? Dann legt der Richter das Gesetz passend zum Fall aus und legt fest, ob und wie viel Geld gezahlt werden muss. Wenn Tim zahlen muss, dann würde der Richter die Höhe der Summe mit Hilfe der Rechnung für Ottos Brille und der Rechnung für die Nasen-OP bestimmen. Beim Schmerzensgeld hat der Richter einen gewissen gesetzlichen Spielraum, um eine angemessene Summe zu bestimmen. Sein Urteil wird der Richter gut begründen. Denn wenn er das nicht tut, dann ist es ein gefundenes Fressen für Tims Anwalt, der es in der nächsthöheren Instanz anfechten würde. Der Richter zeigt also in seiner Begründung, warum er das Gesetz möglichst exakt ausgelegt hat.
Schaut her, wie toll, wie hieb- und stichfest und logisch ich dieses Gesetz hier angewendet habe. Fall erledigt. Wir sehen, in Deutschland steht der Richter im Mittelpunkt des Geschehens. Das heißt, alles ist sozusagen um ihn herum aufgebaut. Er ist das Zentrum der Verhandlung und der Entscheidung. Dann spielen wir das Ganze jetzt einmal parallel in den USA durch. Und dazu müssen wir jetzt ein ganz wichtiges Wort vorab klären. Und zwar Precedent. Precedent ist der Präzedenzfall. Das heißt, in Deutschland ist es ja so, dass ein Richter nur an das Gesetz gebunden ist. Das steht so im Richtergesetz. Das heißt, was im Gesetz drin steht, das ist relevant. Und das, was andere Gerichte früher gemacht haben, ist grundsätzlich egal. Und genau das ist im Common Law anders. Denn dort gibt es ja in dieser Rechtstradition üblicherweise weniger Gesetzestexte. Das heißt, die Richter schauen in die Vergangenheit und wenn ein Fall aus der Vergangenheit sehr ähnlich zum jetzigen ist, dann muss der Richter sich daran halten. Und weil natürlich kein Richter alle Precedents aus der Vergangenheit berücksichtigen kann, gibt es da ein System. Man ist immer an die Präzedenzfälle gebunden, die von einer höheren Instanz als das aktuelle Gericht kommen. Ein Precedent aus einem Gericht bindet immer nur die Gerichte unter diesem. Gerichte auf unterster Ebene geben sich gegenseitig keine verbindlichen Vorgaben. Ein amerikanischer Richter ist also einmal an das Gesetz gebunden, wenn es eines gibt, zusätzlich aber noch an die früheren Fälle desselben Gerichts, also das, was dieses Gericht selbst schon einmal in der Vergangenheit geklärt hat, und dann noch an die Präzedenz aller höheren Gerichte aus seinem Zuständigkeitsbereich, der sogenannten Jurisdiction. In der Grafik ist das der Teil der Treppe, in dem sich das Gericht befindet. Denken wir einfach wieder kurz an die englische Geschichte aus dem letzten Video. In einem System, in dem Gesetze eigentlich nie aufgeschrieben wurden, war das eine praktische Methode, um sicherzustellen, dass Gleiches auch immer gleich behandelt wird. Ein Richter im Common Law System ist also an alle Präzedenzfälle, die von Ebenen über ihm kommen, gebunden. Jetzt wird auch plötzlich klar, warum die Entscheidungen des US Supreme Court so extrem wichtig sind. Ein Precedent vom US Supreme Court sticht sozusagen alle anderen Precedents aller Gerichte des Landes aus der gesamten Geschichte auf allen Ebenen. Jedes Gericht der USA ist an einen Supreme Court Precedent gebunden. Das sind die sogenannten Landmark Decisions, die Meilensteinentscheidungen. Was der Supreme Court macht, schlägt auf alle Ebenen durch. So, und mit diesem Vorwissen gehen wir jetzt zu Tim und Otto in die Verhandlung in den State Court. Auch hier sei gesagt, jeder State Court in jedem Bundesstaat ist an andere Gesetze gebunden. Das heißt, auch hier wäre das Ganze wieder vom Ort abhängig. Aber ich werde es mal allgemein halten. Ottos Anwalt stellt den Sachverhalt dar, bietet Beweise an und unterfüttert seine Argumentation mit früheren Gerichtsurteilen in ähnlichen Fällen. Diese sind aber nicht nur Anhaltspunkte für den Richter, sondern sollen bindend sein. Nach dem Motto, damals wurde ja Schadensersatz gezahlt und das muss man laut Präzedenzfall X hier auch tun. Dann schildert Tims Anwalt den Sachverhalt aus dessen Sicht und versucht Beweise anzubieten. Er unterfüttert seine Argumentation mit früheren Gerichtsurteilen in ähnlichen Fällen. Auch diese sollen für den Richter bindende Vorlage sein. Nach dem Motto, damals wurde ja im Fall Y kein Schadensersatz bezahlt und deswegen darf man hier auch keinen zahlen lassen. Bemerkt ihr die unterschiedliche Gewichtung der Präzedenzfälle?
Wo es in Deutschland nur unverbindliche Anhaltspunkte sind, da sind es im Common Law extrem wichtige Leitplanken, die für den Richter gelten. Die Anwälte versuchen also gegenseitig, dem Richter den besseren Präzedenzfall zu liefern. Besser heißt hier, möglichst ähnlich zum aktuellen Fall mit einem möglichst guten Ausgang für den jeweiligen Mandanten. Der Richter sucht dann nicht das passende Gesetz, das es vielleicht auch gar nicht gibt, sondern er recherchiert auch selbst nach passenden Precedents. Und er hat jetzt die Macht zu bestimmen, welcher von all den Präzedenzfällen für das aktuelle Verfahren herangezogen wird. Er bestimmt damit, an welche Vorgabe er sich halten muss. Der Richter fällt die Entscheidung am Schluss also aufgrund von Präzedenzfällen, nicht unbedingt aufgrund eines Gesetzes. Neben der Rechnung für Ottos Brille und seine Nasen-OP dienen die Präzedenzfälle auch als Maßstab für die Höhe des Schmerzensgeldes. Also man sagt, was war denn früher so ein Nasenschmerz wert? Zum Schluss wird auch dieser Richter sein Urteil gut begründen. Denn wenn er das nicht tut, dann ist es ein gefundenes Fressen für Tims Anwalt, der es in der nächsthöheren Instanz anfechten würde. Der Richter beschreibt, wie gut er die Brücke zu einem früheren Fall geschlagen hat und warum er keine anderen Präzedenzfälle hergenommen hat. Schaut her, ich habe etwas sehr Ähnliches aus der Vergangenheit gefunden und ganz toll und logisch auf diesen Fall übertragen. Damit ist der Fall erledigt und wir sehen, auch in den USA kann der Richter der Mittelpunkt der Verhandlung und der Entscheidung sein. Der Unterschied ist dann vor allem, wo er seine Sachen nachschlägt. Stopp, was heißt da, er kann im Mittelpunkt stehen? Ja genau, er muss nicht. Wenn alles so abläuft wie gerade besprochen, dann spricht man im Englischen von einem sogenannten Bench Trial, das heißt einem Richterspruch von der Richterbank direkt. Ein Bench Trial ist sozusagen das, was wir in Deutschland immer haben. Aber dann gibt's dort auch noch die zweite Variante, und zwar die mit Jury. Das sind die Jury Trials. Die gibt's auch in Kanada und das ist das, was ihr aus Filmen kennt. Dabei sitzt eine Gruppe von Mitbürgern im Saal, die keine ausgebildeten Juristen sind. Wenn es eine Jury gibt, dann tritt die Rolle des Richters in den Hintergrund. Man kann auch sagen, er ist nur noch Moderator. Er ist dann dafür zuständig, dass alles ordnungsgemäß abläuft, dass nur zulässige Beweise zählen und dass alle Fakten möglichst klar auf dem Tisch liegen. Aber die Entscheidung, ob es eine Rechtsfolge gibt, liegt komplett bei der Jury. Das heißt, der Richter muss dafür sorgen, dass die Jury bis zum Zeitpunkt der Entscheidung perfekt und optimal über den Sachverhalt und alle Implikationen aufgeklärt wurde. Er wird zum Juryberater. Am Ende entscheidet die Jury mit Ja oder Nein. Und wenn sie mit Ja stimmt, dann muss Tim zahlen. In manchen Fällen darf die Jury sogar die Höhe der Summe bestimmen. Das heißt, sie entscheiden nicht nur ob oder ob nicht, sondern dürfen sogar die konkrete Rechtsfolge bestimmen. Zum Schluss schließen wir noch den Kreis zur Gewaltenteilung. Wo der deutsche Richter nachschlägt, was die Gesetze von Legislative und Exekutive sagen, da kann der US-Richter schon öfter mal nachschlagen, was denn die Judikative früher so gesagt hat. Ich habe ja schon öfters erwähnt, dass die Gewaltenteilung in echt nie so astrein ist wie auf solchen Schaubildern. In Common Law Systemen haben wir also eine gewisse Verschiebung der Staatsgewalt in Richtung Judikative im Vergleich zu Civil Law Systemen. Tja, und wie es bei Tim und Otto im zweiten Prozess im Strafrecht weitergeht, das sehen wir nächstes Mal. Ich bin Kilian vom Amerika-Lexikon und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Über den Link in der Beschreibung könnt ihr mich unterstützen, indem ihr mir einfach einen Kaffee ausgebt. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann schaut auf www.kilianhein.de vorbei. See you next time!